Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja, machen wir. Erstmal moin moin und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Und ich habe Glück gehabt, weil ich habe einfach hier beendet letztes Mal und, hatte Angst, dass er das nicht gespeichert hat, aber hat er wohl. So, wir machen das Tutorial. Ich habe doch keine Ahnung. Kann nicht schaden. Ich mach das einfach mal. Yeah, sowas will ich auch in der Zukunft haben. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Jawohl. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Okay. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Jawohl. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Juhu. Denn bei Militech haben wir... nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärscher. Ja, bin ich. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Oh, eine Kiste nehmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Boah, machen wir es ein bisschen interessanter, okay? So. Nachladen nicht vergessen. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Okay. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Ups, das habe ich jetzt gedrückt. Ich würde doch fortfahren. C. Ach, ich habe auch so was anderes gedrückt. Okay. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Mhm. Wo habe ich den? Und auf X. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Munition für die Schweine. So geht. Super Arbeit, Bee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Mhm. Dann hacken wir mal. Hack, hack. Oh, mein Tee. Ich hatte so Bock auf Tee. Schön lecker irgendwie. So, Tab zum Beginn. Server explosiv. Der Explosiv auf jeden Fall. Computer. Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün. Sonstige nützliche werden blau angesetzt. Überwachungs.
Achso, Z ist hacken. Waffe kriege ich nicht. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow. Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. So. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. So, wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick Hack als Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Wir haben Ablenkungsmanöver und Ping. Ausführen F. Hacken war? Dauert ja ganz schön lange, ja? Ein ganz schön lahmer Hacker. Ah, okay, Tee ist noch heiß. Aber ich denke mal, wenn man das hochskillt und besser skillt, dann Intelligenz und so, dann wird das bestimmt schneller gehen. Das gerade dauert ziemlich. Hm? Gehackt. Um den Scanner zu deaktivieren, Tab plus. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Ah, Marie. Muss ich denn drücken? Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Was denn? F, G. Und wir töten ihn. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Ah, oh, ich spiele nebenbei Mafia 3 und es sind andere Tasten. Dieselben Sachen, aber die anderen Tasten. Das ist voll nervig. Ich habe jetzt noch so Sachen für Mafia 3. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken. Ich fand die Mülltonne gerade sehr gut. Wegwerfen. Oh. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Läuft. Das war gut. Wo noch eine Wache? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Boah. Viel Spaß. Danke. Scannen, scannen, scannen. Kamera ist, können wir das wahrscheinlich? Ah, jetzt geht's auch schneller. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Das habe ich mir schon gedacht, wir um die Ecken arbeiten können. Setze Breach-Protokoll gegen die Wachen ein. Protokoll kann ich nicht. Ist los. Oh, 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 oh. Zum Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du dessen Code-Sequenz nachbilden, indem du die Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Hä? Ich nix verstehen, was willst du? Idee und 55. Jetzt zünde die Granate. Okay.
Feuer. Ach, geil, wir haben uns in seine Ausrüstung gehackt. Achso, ich muss loslassen, dann geht's schneller. Prost. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Okay. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay. Ich glaube, das müssen wir auch machen, weil ich will quasi zuerst widmen wir uns nicht der Hardcore-Kämpfer werden. Wir wollen ja diese Sache decken. Okay, Scanner aktiviert. Roboter. 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 Jetzt. Weiß nicht. Markiere alle Wachen. Boah. Okay. Gegner, die du, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschlagen. Hä? Okay. Ich dachte, wir sind tot. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Da um die Ecke gehe, sieht er mich ja gleich. Schwupps. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich seine Alarmanzeige. Die rechtzeitig in Deckung eher dich bemerkt. In Deckung, schnell. Nice, nice. Danke, danke. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Ich komme da ja nicht durch. Willst du mich veräppeln? Tschüss. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Sauber. Ich hab voll verkackt. Halte deine Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und die Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. So, können wir mal kurz scannen. Kann hier einfach hacken. Die hat ja einen toten Winkel. Zurück zum Training, Rekrut. Ja. Mach doch. Trink erstmal einen Tee. Earl Grey, Motherfucker. Also der Typ war gerade schwerer als diese dumme Kamera. Feindliche Kameras, die dich entdecken,
entdecken können, haben orange Farbe Scannerstrahlen. Wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du dich in ihr Sichtfeld, ja klar. Meine ich. Hast du gut gemacht. Ich weiß. Stell dich auf die... Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Hm. Dann sind wir durch. Ich möchte gerne eine Glatze pullen. So. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ich wollte gerade was trinken. Kuschelkampf. Okay, schneller Angriff. Blocken. AD ausweichen. Weh, du bist kein... Jetzt mal ausreden lassen sollen, ne? So, ich kann mich ranschleichen. Hacken. Und zerhacken. Nein, er kann sich wehren. Unglaublich. Gegner mit bedeutend höherem Level. Gekennzeichnet mit dem Symbol Totenkopf in Rot. Können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren. Darum solltest du... Vorsicht. Dann sind wir nicht. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Ja, ich wollte ihn boxen. So, du Dummy. Heil dich nicht. Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke linke Maustaste, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. So, halte linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff zu machen. Ausdauer. Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen. Ja, klar. Verstanden. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, aus. Deine Angriffe einträchtigen. Schrauben wir ja die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Der nächste Trottel kann blocken. Ich denke mal, mit schweren Schlag kann man ihn den Block brechen und dann ein paar leicht hinterher und dann passt das schon. Ui! Ausdauer live beachten. Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere, habe ich so richtig gedacht. Und nun greift er an, ne? Abwehrhaltung. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Ach so. Ausdauerkosten fallen auf null, ist klar. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen, ist auch klar. Da müssen wir ausweichen. Ich will dich einfach zermoppen. Zweimal kontern. Drücke, bababa. Drücke beim eingehenden Angriff, rechte Maustaste. Trotz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegnerangriff aus. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ich das richtig? Irgendwie mache ich es nicht. Okay, einen habe ich irgendwie hingekriegt. Das war zu früh. Und dann kriege ich meistens nie hin. Einfach weil ich dich nicht mag. Ausweichen, WASD. Zweimal, okay. Bei The Witcher oder so. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus, wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Auch.
Ja, setze alle bisher gelernten Techniken. Ich mache einfach Kloppen. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, Jung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Jawohl. Nimm dir ein Schwert. Samurai, Pizza Cat. Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Katanas sind... Zeig mir, was du gelernt hast. So, du bist mit einer Reihe Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Ah, dazu erstmal einen Schluck. Okay. So, weiter. Schon, wo ich bin. Oh, 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 Deckung, Deckung. Hä? Habe ich auch Waffen? Super. Du machst das echt ziemlich gut. Naja. Stell dich auf die Plattform. War jetzt schlecht. Viel Glück, Weh. Ja, war nett mit dir, Locke. Zum nächsten Mal. Habe ich eh morgen wieder alles vergessen. Und? Nicht schlecht, ne? Jetzt kommen coole wir Art, zum Tutorial Geschäft. Zu zeigen. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang. Auch Gegenstände mitfinde, ja. Eiko, Bomberjagd. Cool. Also ab und zu mal scannen ist gar nicht verkehrt. Auch keine Ahnung, was man mit dem ganzen Scheiß machen kann, aber. Und Handschellen. Aua. Hätte ich jetzt, glaube ich, mit dem bloßen Auge bei diesem Kram hier nicht erkannt. Schon wie? Ja, hättest mich nicht. Wie heißt du überhaupt nochmal? Bug. Anruf. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Jo. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Ach, sie ist Buck. Team. Okay. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Ich mag sie. Ach, Jackie ist das hier. Jackie. Jackie. Backe, backe. Backe, backe, Kuchen. Oh, ganz viel Müll. Ich kann alles sammeln. Karten. Und. Ah, eine Schallplatte. Gerne Wüste drauf. Wie? Ja. Alter, hetzt mich nicht. Kann ich ja gar nicht leiden. Hier liegt überall Müll, den ich sammeln kann. Ist toll. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoppelos. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Wolltest du eigentlich töten?
Versuch die Tür zu hacken. Jawohl. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Auf jeden. Aber erst sammle ich noch den Müll auf. Bin wie der Müllsammler. In diesen Spielen bin ich immer so der übelste Messi. Es tut mir leid. So, Tür hacken. Ab jetzt leise. Ruhig, ruhig, Junge. Mach mich nicht. Ich wollte das nehmen. Ah, Mist. Euro-Dollar. Cool. Sandra Dossett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ja, hat man die Plantate entfernt? Geil. Hat bestimmt Augenimplantate gehabt oder so. Ja, lebensnotwendige Cyberware fehlt. Herzstillstand. Nach schon wie? Ja, ey, hitz mich nicht, Alter. Töte dich gleich. Muss mich in Ruhe umgucken. Alles mitnehmen. Ja. Wie? Achtung! Penderos vor uns! Erledige ihn leise, wie? Penderos. Nehmen die Leute hier auseinander, ja? Verkaufen dann die Teile wahrscheinlich geil. Cyberware, Anwendungen und Nebenwirkungen. Neue Splitter. Lesen wir mal kurz die Nachricht. Cyberware-Anwendungen und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper-Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen. Vom großen C bis zum bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Traumateam gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor dem Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unseren Körpern zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, als die Cyberpsychologie bekannt ist. Aber damit endet es nicht, obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Interessant. Immunreaktion. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen umliegendem Gewebes sowie mögliche
Störung der Tech-Schaltkreise. Physiologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depressionen, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen, zum Beispiel Wetten. Dritte Implantatüberabhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so ändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten ihre Kiroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns das vom kybernetischen Verbesserungsverfahren fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unsere Augenlicht verlieren oder unsere gesamten Ersparnisse lieber in Casinos verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware Technology verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Wäre-wenn-Argumente unserem besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation der technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten. Aha. Also ganz ehrlich, wenn ich Möglichkeiten hätte, so schnell zu lernen, wie er gerade die Nahkämpfe oder wie bei Matrix, ich würde mir auch so ein Ding anstöpseln lassen und Speicherplatz. Man braucht immer viel Speicher. Ich finde sowas cool von der Idee her, den menschlichen Körper zu verbessern. Stumpfes Skalpell. Kriegen wir 3 Euro Dollar für. Da hört dann auch die ganze Erschaffung. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Schluss. Das gefällt mir. Zu cool gewesen, das klappt ja nicht. Da sind noch mehr Scans. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Ich habe mal Kugeln im Rücken. Hast du nicht drauf? Du hast ja so recht. Sprengstoff? Nicht so viel. Wir machen mal schnell. Nur noch geschossen? Los, Junge. Genau, einfach mal in die Fresse schießen. Dreckige Penner. Was hat denn der hier? Erstmal nehmen. Gucken wir uns später alles an. Hijo de puta! Die will ich haben. Hier unten. Wow, ich war doch am gucken. Scheiße, ich sammle einfach alles auf. Ich bin so ein Müllsammler, ey. Scheiße. Erst Gebiet sichern.
Ah, oh, das lernt man jetzt eigentlich immer und überall. Die falsche Tasse. Nicht übel. Hätte ich nicht besser hingekriegt. Muss ich jetzt den ganzen Scheiß wieder einsammeln oder was? Ja, das ist ja ätzend. Mist, man muss es ja auswählen. Hahaha. Achtung, die sehen uns sonst. So eine Schisser regen mich echt auf. Eine Nahkampfwaffe oder so? Weg von ist erledigt. Herrgott, nehmt das von der Bock. Scheiße, ich dachte ja gerade, ah. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Ja, ich muss ein Zipier. Hey, du Kleiner. Wir packen das wie. Kann ich mich denn heilen? Ah ja, X. Kopf runter. Lauf, Junge, oder auch nicht. Ziel. Seht euch um, sie muss hier irgendwo sein. Puh. Ich glaube, ich muss es erstmal nicht schwerer machen, weil ich erstmal Gott scheiße bin. Munition. Ich glaube, ich muss mich erstmal hier einspielen und später kann man das, glaube ich, nochmal machen. Mache ich mittlerweile auch liebend gern. Also erstmal sachte anfangen und. Außer bei Mafia. Ich habe jetzt 1, 2 durchgespielt. Teil 3 habe ich gleich damit schwer angefangen. Und es ist irgendwie Idee. Vielleicht kann man das noch schwerer machen. Sprengstoff an. Neues Item erhalten. Ich hätte gerne irgendwie. Kann ich noch andere Waffen aus. Hier das Schussgewehr. Oder diese Revolver Power Wolf. Mit. Und hier nehmen wir dann Lüfte. Einfach nur, weil wir was haben und testen können. Und wir sind echt scheiße aus der Kleidung. Aber die Kleidung machen wir später nochmal. Genau. Ey, das ist cool.
Erstmal nehme ich den Power Revolver und dann testen wir den nochmal. Oh, hier waren Granaten. Jawohl. Oh, Radio können wir noch ausschalten. Cool. Der hat eine Schrotflinte. Eine Cyberschrotflinte. Liegender Euro-Dollar auf dem Buch. Hat die, ist die Währung nichts wert oder was? Ganz viel Heilkrempel. Also nimmt's mir nicht übel. Ich guck mich gerne um. Also ich will alles mitnehmen, was man so kriegt. Und lass mir gerne bei Spielen, die mir gefallen, lasse ich mir Zeit. Also wenn ich das scheiße finden würde, würde ich hier durchrennen. Und wenn ich irgendwie was drüber schreiben würde oder so, keine Ahnung, so Reviews machen, dann würde ich hier auch durchrennen, alles nicht sammeln. Aber wir können das als Schmerzeditor und Sterblichkeitsrate. Schlechter Vorleser. Einführung. Das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware, die Schmerzen reduziert oder sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren angenehmer Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führte Cetatech Tests mit folgenden Resultaten durch. Schmerzeditor ist ein neuraler Co-Prozessor, der die Signale der... Oh Gott, ja, der verbessert schon alles. Ist bestimmt alles Testsachen, Testzwecke und... Bestimmt nicht so gut, das zu nehmen, aber man will ja der geilste Killer sein. Enforcers Handbook. Ich mag es manchmal auch so, die Bücher zu gucken, was da so, was denn sich so. Oh. So. Natürlich nehme ich die Knifte. Und jetzt sind wir auch deutlich langsamer. Ich so viel zum Nehmen und zu gucken. An der Tag an dem Tower. Das klingt nach einer. Ich möchte mehr über diese Welt wissen. Ich weiß da viel zu wenig drüber. Im August 2023 veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkriegs geschah, berichteten die Medien wochenlang davon. Konzernkriege, ist geil. Und das zu Recht. Also es gibt keine Regierung mehr. Wahrscheinlich besitzen die Konzerne quasi die jeweiligen Länder. Eine Gruppe von den Terroristen sprengte damals eine Atombombe, die den Arzaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben an den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckte hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen Sie ja zuerst den Kontext dieser Ära verstehen. Night City war in den früheren 20er Jahren von einem Unwillen geprägt, der sich zuvor gegen die Konzerne richtet. In meiner Welt. Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte. Vor allem gegen die Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschichte von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für
sich allein beanspruchen und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hatten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebt. Die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Wobei ich das mit... Ganz egal. Diese Leute nannten sich selbst Edge Warner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand. Jeglicher friedlichen Methode beraubt, das zu ändern. Was sie als das System bezeichneten, griffen sie zum radikalen Weg der Selbstdarstellung. Mord und Gewalt machen das die Leute im Real Life nicht. Euro-Dollar. Yeah, wir sind reich. Okay, wir können weiter. Wir sind komplett. Buschfleisch. Wir vergessen nichts. Du bist so gut wie tot. Okay. Von Victor an Blaze. Du bist tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist eine leere Drohung. Versuch es nur, du ihr Wichser. Okay. Und dann haben wir wieder das Internet, über das Darknet. Kann man sich mal anders angucken. Wir wollen ja erstmal hier diese Anfangsmission mal durchhaben. So eine verfickte Scheiße. So, Zivilist, Status tot. Scheiße, wie? Glauben. Oh, mehrere. Schönen Eisbahn. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Ja, die andere Leiche interessiert uns nicht. Schließe an. Ah, sowas will ich nicht haben. Sandra Dorsett. NC570442. Trauma-Team Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Jungs. Oh, fuck! Herzstillstand! Scheiß Defi. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Oder so. Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Aber wir müssen weg. Wir sind gleich da. Feuer, schaff sie raus, Terrasse! Oh, ich habe da was liegen lassen, ne? Landung, Abstand halten! Eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Im Türbereich anhalten. Aber nicht zu weit vorgegangen. Entschuldigung. Im Türbereich anhalten. Ja, Entschuldigung. Patienten auf den Boden legen. Schritte zurück, jetzt! Sehr freundlich, die Leute.
Das war der Defi. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Oh, ich bin fast runtergefallen. Oh! Das war nicht. Das war ja cool. Oh. Hi Baby, was machst du denn hier? Ja, Mama, du hast die Tür offen gelassen. Das Baby ist hier. Setzt sich hier hin und macht. Hey. Ja, beobachtet Papa. Das Spiel ist nichts für dich. Ich hoffe, du hast nichts gesehen. Es ist nicht für Kleinkinder. Also zur Erklärung, wir haben so ein kleines Schutzgitter, damit man nicht in diesen Raum reinkommt. Und Mathilde hat vergessen, diesen Schutzgitter zu schließen. Und das Kind, naja, ist halt durchgekrabbelt. Und meine Tür zum Arbeitszimmer ist halt nur angelehnt. Und schwuppdiwupp ist sie drin gewesen. Direkt zur Garage. Gute Arbeit, die Shitshow ist vorbei. Die Aufnahmen erfolgen immer ohne Bini normalerweise. Das hat... Wir sehen uns bald. Die Kleine darf keine Bildschirme sehen, sonst viel zu jung dafür. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Soll ich gehe zu Fuß oder was? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Ah, cool, wir haben Telefon integriert. Machen wir das doch gleich. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. Sowas doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Ja, okay. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Jetzt kann ich schon wieder was nicht einsammeln. Bei Scanning oder was? Egal. Immer ein Golf wieder. Oh, jetzt schön nach Hause fahren. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Sieht auf jeden Fall cool aus. Bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? War wenig los auf der Straße. Die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, oh, shit. Ach ja, deswegen. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Okay. Aber. Riech meine Knöpfe ein bisschen. Ich aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Warum zappelt das hier so? Na los, wie? Kann ich! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Eine andere Knifte hier. Oh, Zivilisten! Kerner!
Fahrer! Hab ich vor. Fingado! Und tschüss, Motherfucker. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Hey, cool, Mech. Na, kann ich nicht hacken, bin ich zu schlecht. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Hm. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Hab ich da gerade für Erfahrung gekriegt, ne? Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sehe an. Kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Weiß nicht, ob ich es jetzt schlimmer Lass gemacht Sie habe. Durch. Okay. Aber Sie sind die Letzten. Danke. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Okay. Schambolzen hier links neben mir. Ich mochte dich, echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ja, klar. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden. Du weißt schon. Little Shiner. Ich hab nicht eh nicht Zeit. Oder? Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Nicht wie eine normale Festnahme aus. Ui. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Mit denen legen wir uns erstmal nicht an. Wir können die Fahrt überspringen, aber ich fand sie gerade eigentlich interessant. Naja, ich will mal zu Hause sehen, überspringen wir den Rest. Träume wie. Hau rein, Jackie. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. Level up. Yo, 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 mein. Yo, yo, yo. Ich du. Ah, hier sind die ganzen Hex. Data Mining verbessert. Data Mining. Ganz Prozent mehr. Achso, damit wir mehr Dollar. Data Mining. Da.
Was drin? Erhöht die Reach-Dauer des Massenverwundbar. Resistenz. Nee, ich will den Gegnern Schaden. Eisbei, passiv. Zeigt gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. Ui. Geht auch. Ludwig. Verursachen wir zu 1% mehr Schaden. Okay. Ich dachte anfangs, es gibt zu wenig, aber es ist doch ein bisschen. Es gibt noch ein bisschen mehr zu Sachen machen, als ich anfangs gedacht habe. Also einmal hast du diese 5 Bereiche, Intelligenz, Stärke und was weiß ich nicht alles. Und darunter kannst du noch ganz viel anderes erlernen. Ich lerne es, ja. Habe eh nur einen Punkt da. Verfügbare Attribute. Maximal 20. Das war das gerade da ange. Ach, da spielt noch jemand Cyberpunk. Technische Fähigkeit. Waffen ein. Ach komm. Nee, ich wollte eigentlich Attribut. Hier aus. Möglich das Herstellen von seltenen Eiten. Alter von Eiten. Kann ich jetzt hier die Hallo, sie. Irgendwie zeigt er da ein verfügbaren Attribut. Dieses Menü. Egal. Gucken wir uns nochmal unser Zimmer an. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt die Details. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt. Unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen. Müll. Ich stehe auf Müll. Oh, hier kann man was kaufen, ne? Das Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister hat was zu hören, oh ja. Nicht, wenn ich aufkomme. Schöner Tag, oder? Ja, ganz toll. Die grünen Sachen kann ich hacken. Ablenkungsmanöver.
sieht doch nett aus hier. Ich glaube, das Zimmer gucken wir uns nächstes Mal an und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.